So, da bin ich wieder. Und ich muss nur sagen, es gibt Leute, die, das glaubt man nicht. Ups, falsche weggemacht. Es hat gerade jemand, also ich, deswegen, ich bin einfach so gerade ein bisschen perplex. Wie kann man an einem, also es hat jemand geschafft, ja, ich erwähne jetzt mal den Namen nicht, an einem elektrischen Gerät, an einem Stecker so lange rumzuziehen, bis der Stecker dann draußen war. Problem an der Sache war, es war kein Stecker, sondern es war einfach ein angebrachtes Kabel. Aber nein, nein, nein. Ich sage dazu nichts. Zum Glück war das nicht meins. Alter Verwalter. Ist schon erschreckend. Wo will ich eigentlich hin? Ich will zu diesem dämlichen, zu dem dämlichen Turm hin, weil ich ja sein doofes Ding da reparieren muss, was nicht mit irgendwelchem Leder geht. Nein, es muss ein getrockneter Schwarzbärenlederbla sein, den man anscheinend nur da oben findet. Und die eigentliche Frage jetzt an der ganzen Sache ist, oh toll, hier komme ich nicht mal lang. Ich glaube ja, der will mich ein wenig verjoken. Irgendwie. Ah ja, ich laufe ja auch in die falsche Richtung. Okay, wir müssen da so hin. In die Richtung. Der Wolf scheint auch nicht mehr hier zu sein. Ja, und wenn ich jetzt ein bisschen was sehen würde durch die Bäume, aber da auch vorne ist der Funkturm. Wo war denn der Funkturm? No idea. Also es ist schon ein ganzes Stückchen weiter. Da vorne, da hinten ist er. Okay, das ist noch ein ordentliches Stück, was wir laufen müssen. Und den Weg hoch, das ist ja dann nicht mehr so weit. Jetzt müssen wir nur heile den Berg hier wieder runter. Also langsam kenne ich mich aber hier in der Gegend aus. Mich würde echt interessieren, ob die Firewatch-Macher was mit den gleichen Machern hier von. Ich habe sie jetzt beide nicht im Kopf, ne? Also es tut mir auch furchtbar leid, ob die was miteinander zu tun haben. Weil ich finde, das weist schon gewisse Ähnlichkeiten auf. So, laufe ich noch in die richtige Richtung? Ich hoffe. Ich sehe es nur leider nämlich gerade gar nicht. Ich weiß, irgendwo konnte man hoch. Da waren Holzgitter. Also eigentlich groß verfehlen kann ich den Hochweg gar nicht. Ich glaube, wir müssen noch einen weit. Oder ist es da hinten? War das da gerade da hinten? Laufe ich schon wieder falsch. Da oben, da ist es. So, und der Eingang war irgendwo hier vor uns. Also wir laufen schon gar nicht so falsch. Mich nervt es halt einfach nur, ne? Dieses.
Ja, vielleicht hätten wir an der Bahnschiene lang gehen sollen, das wäre einfacher gewesen. Wären wir, glaube ich, nicht so zickzackmäßig durch den Wald geirrt, aber egal. Wir sind ja am Ziel angekommen. Und ein bisschen Funkturm ist beim zerstörten Sichtturm. Ah ja, okay. Ja, da war ich auch schon. Ah, okay. Alles klar. So, und ich glaube, irgendwo hier oben, ne? Oder? Vielleicht muss ich noch ein Stückchen weiter. Ich weiß es nicht. Hier. Tata! Ne, aber von der anderen Seite müssen wir leider. So. So, und ich hoffe, ich finde da oben das Bärenfell. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich war da ja eben schon und ich habe da kein Bärenfell gesehen. Aber ich hoffe, das spawnt da erst oder was weiß ich nicht, was man da machen muss. Ich hoffe auch, wir müssen das nicht einen Bären dafür erledigen. Da habe ich wieder drei Schuss. Ah, ja. Dass wir hier noch keinen erfrorenen Mountie gesehen haben, das irritiert mich, ja. So, genug gespaßt. So, hier ab nach oben. Ich denke, wir müssen nach oben. So, ein getrocknetes Schwarzbärenfell. Jetzt können wir. Zack. Nee. Aktionen. Reparieren. So, mein Freund, wenn du jetzt nicht glücklich bist, ja, und mir jetzt nicht irgendwas endlich zugestehst, dass ich einfach ein krasser Survivalist bin, dann weiß ich auch nicht. Dann stürze ich mich von diesem Sichtturm hier, weil ich total verzweifelt bin. Alter, das ist total nervig jetzt gerade, weißt du? Ich gehe da oben hin, um einmal zu klicken und wieder zurückzurennen. Das ist so deprimierend. Das ist einfach nur deprimierend. Das hat ja auch nichts mit Survival zu tun. Das hat was mit Ausdauer zu tun. Durch den Schnee zu stapfen, das kann schon ganz anstrengend sein. Kommt immer drauf an, wie hoch der ist und ob man so Schneeschuhe hat oder nicht. Aber hier in der Nähe ist auch nichts, was sich lohnt, wo wir vorbeischauen können. Vielleicht da unten nochmal bei dem Versteck gucken auf dem Rückweg. Das wäre noch eine Alternative. Ansonsten würde ich sagen, wir folgen einfach mal wieder der Bahnstrecke. Nein, wo ging es denn hier weiter runter? War das hier? So, schaffe ich es hier runter, ohne mir was zu tun? Ja, wunderbar.
So, jetzt mache ich wieder einen auf Stumpf, weil... laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ja, wenn da der entgleiste Zug ist und na, dann müssen wir in die Richtung. Passt schon. Ich renne auch das Stück einfach jetzt hier immer teilweise, weil ich werde mich eh wahrscheinlich wieder schlafen legen, wenn wir bei ihm waren. Das ist doch nettes Wetter. Das sieht auch nice aus mit diesem Flockenschnee. So, und dann gehen wir ab hier wieder schräg. Weil... oh nee. Vor allem auch einen großen Bogen. Um diesen dämlichen Wolf rum. So, er ist da hinten, er hat es nicht gecheckt, das ist gut. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. Da vorne liegt aber noch ein toter Wolf rum, interessanterweise. Warum auch immer. Und ich höre Wolfsgeheul. Aber ich weiß ja natürlich nicht, ob das nicht der da hinten war. Aber es liegen hier immer häufiger tote Wölfe rum. Vielleicht ein Anzeichen für den Bären. Könnten sogar das Fleisch mitnehmen. Wie lange brauchen wir denn dafür? Eine Stunde? Komm, die Stunde haben wir Zeit. Es ist noch Tag. Dann habe ich auch ein bisschen was zu... eine einzelne Krähenfeder. Nee, mehrere Krähen. Haben die Krähen den platt gemacht? Ich bezweifle es ganz stark. So, wir müssen noch mal ein bisschen noch nach unten, oder? Nee, warte mal, hier ist schon die Wand, okay? Da ist noch die, dann müssen wir in die Richtung, okay. So, und wenn ich jetzt nicht diesen komischen... upsala, irgendwas habe ich getan, sorry. Nein, der Knopf war's, wunderbar. Gerade extrem dumpf gehört. Wenn ich jetzt nicht gleich irgendwo den Auftrag habe, den Bären zu erledigen, nachdem ich seine Survival Lessons da fertig gemacht habe, dann weiß ich nicht, drehe ich durch. Dann weiß ich nicht, was ich sonst noch machen soll. Aber mehr beweisen kann ich ihm ja auch gar nicht. Also ich hoffe, dass das wird dann reichen. So, die Leicheneiche. Oder Eiche ist es ja nicht. Leichenbaum. Oh, und hört das? Es wird schon windiger. Es könnte einen Sturm heranziehen. Ah, gut. Mittlerweile kenne ich die Gegend doch ein bisschen besser. Also da, das Problem ist, ich finde, orientieren kann man sich hier sehr, sehr schlecht, weil Wegmarker oder so Orientierungspunkte eigentlich sehr spärlich gesät sind. Ja, Sonne an sich als Navigation zu benutzen, ihr seht, es existiert keine Sonne.
Guck mal auf deine Aufgaben. Ja, kann ich ja, ne? Du hast hier Hauptstory, Überlebenstraining. Ach, die habe ich hier alle angezeigt gekriegt. Okay. Vielleicht habe ich das am Anfang gar nicht gemerkt, weil das alle da angezeigt werden. Wir werden es ja jetzt rausfinden. Bin gespannt. Muss ich ihm den geben? Ich habe deinen Mantel. So gut wie neu. Gut genug jedenfalls. Tagebuch aktualisiert. Kehre zu Jeremiah zurück. Aha. Not bad for a pilot. Yeah, well, thanks for the help. I think I'm ready to get out of here. I have a little graduation present for you. Oh yeah? Here. Well, thanks. You've earned it. And I have a feeling you're gonna be needing it before you're through. I have a feeling you might be right. So, ich habe keinerlei Hauptstory mehr. Look, I appreciate your help in learning how to survive out here. I really do. But my friend is still out there. They may need my help. It's time I got going. Like I said before, Mackenzie, there's only one way out of here. Through that dam. Okay. So, how do I get through it then? I'm the only one who can get you through, and I want to help you, I really do. I'm tired of being jerked around, Jeremiah. I need to get out of here. Listen, Mackenzie, there's more at stake here than you realize. This is about more than you, or me, or your friend. What are you talking about? Just listen. If you can't get past the bear, the rest doesn't matter. If I was well enough, I'd take care of it myself. But I'm wrecked. We'll die here unless you finish it off. I'm a pilot with a bit of survival training. I'm not an experienced hunter. What can I do? You can pull a trigger, can't you? Well, yeah. Get out there. Keep your wits about you. He's out there, waiting. But you're going to have to bait him so the fight can happen on your terms. What? Bait him? With what? Bears can smell blood from over 20 clicks away. You get out there, cut yourself enough that you bleed, and he'll come to you. I'm sure of it. So, you want me to use myself as bait? There's no way I'm doing this. This is crazy. He'll come for you when you're not expecting it. But you won't miss it. It won't be subtle. It'll sound like a ton of muscle and bone bearing down on you like a freight train of hate and hunger. You stand your ground. Do not flinch. You raise your rifle, you sight him. And when you can see between his eyes, you squeeze that trigger. Oh boy. It's the only way. And if I make it? How will I know when it's done? He won't go down with one shot. He'll run off, and it'll seem like you got him, but he'll be back. He always comes back. You do it again, and again. As many times as it takes to bring him down. This sounds like suicide. Only if you fail. You're sure this is the only way? You bring me the old bear's ear, and I'll get you out of here. I will give you everything you need to find your friend.
Okay. Well, you better hope this works. Oh, yeah? Yeah. Or I'll be sending the old bear back for you. Ah! Remember, Mackenzie. Wait till you see the whites of his eyes. Then squeeze the trigger. I understand. It's not something you can understand with your head, Mackenzie. No man can know if he has what it takes to face the bear until he's faced it. And then, it's not about what's in here. It's about what you've got in here. You aren't going to kill the bear with your head. You're going to kill him with your heart. Wie poetisch. Errungenschaft freigeschaltet, Schulabschluss. Yay! Ich habe das Survival-Abi. So, ich werde jetzt hier einmal safen, weil mir das ein bisschen zu risky ist. Das Problem ist, anscheinend können wir nachladen. Das heißt, wir haben Munition bekommen. Das gefällt mir schon mal. I would drink almost anything about now. Weiß ich nicht. Mal gucken. Keine Leiden. Okay, der Schnitt ist also so einfach da. Das ist schon mal schön. Not sure why I feel so tired. Ja, ich lege mich auch gleich hin. Wir wollen erstmal noch ein bisschen Wasser kochen, damit ich Trinkwasser habe. Wie viel Muni habe ich jetzt? Weiß ich nicht genau. Kann ich nicht sagen. Aber viel wird es nicht sein. Gehe ich mal davon aus. I could eat anything. Ach, fuck, ich habe ja noch das Wolfsfleisch. Schon angeschimmelt. Ich schaue sofort nach der Muni. So, jetzt habe ich einen Kräutertee gemacht für die Nacht, ne? Damn it. So hungry. Naja, das Wolfsfleisch bringt's nicht so sehr. Vor allem das Problem an der ganzen Sache ist. Ich hab dann für morgens früh nichts. Das ist natürlich doof. Aber egal, wir schlafen trotzdem erstmal die 12 Stunden, dass es morgens wird und wir ausgeruht sind. So, Inventar. Bin ich jetzt blöd? Ich habe hier eine Patrone. Warte mal, ich nehme das mal in die Hand. Ich kann hier drinnen aber auch nicht zielen. Need a drink.
Also ich gehe mal davon aus, es sind 7 Schuss. Weil 6 sind drinne und 7 und eine Patrone habe ich noch. 10 Schuss? Woran hast du das gesehen? Ach, mit Tab kann ich das sehen auch, okay. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, okay, 9 plus 1, 10 Schuss, okay. Ja, alles klar. Ich verstehe. So, ich hoffe, dass es vielleicht, What the fuck? Wieso habe ich das denn überlebt? Frage ich mich. Warum verbannt und... Desinfektionsmittel. Tja, und anscheinend habe ich einen Schuss abgegeben aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung, ob das so gescriptet war oder ob ich ihn, weiß ich nicht. Also getroffen habe ich ihn, glaube ich. Sonst würde er ja nicht bluten, oder sehe ich das falsch? Da hinten ist er. Looks like I made it through another night. Ah, das ist gescriptet, anscheinend. Oder ich muss ihn mehrmals irgendwie. Alter Verwalter, ja. Ist das Amok? Okay. Gotta stop that bleeding. Alles kaputt, ey. Egal, ich hab gesaved. Im Zweifelsfall machen wir das normal.
Need some first aid. Ja, ich weiß, ich habe im Moment einfach keine Verbände. Insofern kann ich jetzt dir nicht helfen, mein Freund. Gotta stop that blood loss. Need some first aid. Gotta stop that bleeding. Ja, ich glaube, das wird nicht gut enden hier. Weil uns geht's schon scheiße. Vielleicht sollte ich das Ganze wirklich einfach nochmal von vorne laden, weil ich nicht weiß, ob ich den auch so abhalten kann oder ob der mich halt immer anfällt. Gotta stop that blood loss. Irgendeinem Grund habe ich daneben geschossen oder was? Okay, alles klar. Verstehe.